Im Jahr 2003 schrieb die Stadt Dresden einen Kunstwettbewerb aus. An dieser lebendigen Stelle zwischen Altmarkt und Prager Straße stand bis Anfang des 19. Jahrhunderts ein Stadttor, das historische Seetor. Jetzt sollte hier ein Kunstwerk entstehen. Über 500 Künstler aus aller Welt reichten ihre Vorschläge ein. Die Berliner Künstlerin Franka Hörnschemeyer gewann den Wettbewerb mit ihrer Idee Trichter. Im Juni 2011 wurde Trichter der Öffentlichkeit übergeben. Trichter ist ein überraschendes Werk, ein Tor in die Unterwelt der Stadt. Für mich war von Anfang an klar, dass mich an dieser Stelle der Untergrund interessieren würde. Und ich habe Grundrisspläne zur Verfügung bekommen, auf denen die Medien eingezeichnet waren, und konnte anhand der Mediendichte erkennen, dass es ein Ort ist, der sehr, sehr stark durchzogen wurde von Gasleitungen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Telefon und Fernwärme. Und ich wollte gerne runter in diese Welt. Dann habe ich mit Herrn Lieber von der Stadtentwässerung Kontakt aufgenommen und wir sind zusammen abgestiegen. Da war ich das erste Mal 2003 im Schachtbauwerk. Da war meine erste Frage, inwiefern, was hat das jetzt mit Stadtentwässerung zu tun? Da sagt er, ja, was ich kann sich vorstellen, die Unterwelt für den Dresdner sichtbar zu machen. Insofern haben wir uns dann 2003 sofort an die Arbeit gemacht und sind eingestiegen in die Unterwelt und haben uns den alten Sandsteinkanal eben hier am Seetor von innen her angeschaut und sie war halb begeistert. Warum hat sich Franka Hörnschemeyer für solch eine ungewöhnliche Lösung entschieden? Einst mussten sich Städte, so auch Dresden, mit Stadtmauern und Festungen gegen äußere Feinde verteidigen. Doch das änderte sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Es waren nun unsichtbare Feinde, die eine Großstadt bedrohten. Krankheitserreger und Bakterien brachten das Leben in Gefahr. So wurden damals nicht nur die Festungsanlagen abgerissen, sondern es entstand auch eines der modernsten Abwassersysteme in Europa. Auf diese Meisterleistung sächsischer Ingenieure und Hygienefachleute bezieht sich der Trichter. Hier sieht man hinter einer Scheibe direkt in den Bauch der Stadt. Daraus entstand das Konzept, die Unterwelt mit der Oberwelt zu verbinden und eine skulpturale Form zu entwickeln, die sich aus den Beziehungen dieser beiden Welten zusammensetzte. Franka Hörnschemeyer erdachte sich einen Einstieg, durch den man auf Kanalbauwerke von 1870 blickt. Man sieht, wie eine Stadt funktioniert. Als sensible Künstlerin war ihr die gesamte städtische Situation wichtig. Kunst soll nicht nur schmücken, sondern eine Botschaft vermitteln über den Raum, in dem sie stattfindet. Der Trichter ist ein Symbol für Bewegung, für Kommunikation und dafür, wie diese organisiert wird. Als ein solches Symbol hat ihn die Künstlerin auch in einer kleineren Skulptur wieder aufgenommen. Ich denke, die Realisation des Trichters ist fast ein Musterbeispiel für die Umsetzung, für die Realisierung von Kunst im öffentlichen Raum. Das Problem, das der Trichter in der öffentlichen Wahrnehmung, jedenfalls in weiten Kreisen, immer hatte, war das, dass dort eben nicht eine Plastik hineingetropft wurde, die dann mehr oder weniger Achtungserfolge erzielt, sondern dass sich diese Skulptur so selbstverständlich, baulich selbstverständlich und auch in der Situation selbstverständlich in den Stadtraum einfügt, was sie dann aber in Wirklichkeit nicht bringt. Sie ist am Ende nicht selbstverständlich, sondern sie konfrontiert uns mit einer Scheibe, hinter der unsere Abwässer fließen. Der Blick auf unsere Abwässer als künstlerische Konfrontation, ja sicher. Aber auch als eine spannende neue Information. Das macht ein gelungenes öffentliches Kunstwerk aus. Und dann muss es sich auch als Kunstwerk zu erkennen geben. In diesem Falle als begehbare Skulptur, die schon mit ihrer eleganten Form neugierig macht und anlockt. Der Weg dorthin war nicht leicht und der Bau dieser Trichterform eine komplizierte Aufgabe. Nach vielen Umplanungen und Diskussionen war es im Frühjahr 2011 endlich soweit. Erster Baggeraushub und Baubeginn. Mitten in der Stadt entstand ein Loch, misstrauisch beäugt von Anwohnern und Passanten. Wer erinnerte sich schon noch an den Seetorwettbewerb vor 8 Jahren?
Es soll natürlich auch das volle Verständnis sein, dass man hier eben einen Kanal sieht, der eben 1870 mit Sandstein gebaut worden ist und mit einer Bauweise, die man eben auch fest im Königstein vorfindet. Und das muss in das Bewusstsein der Leute mit rein. Wenn ich aus der Wanne steige und den Stöpsel ziehe und das Wasser läuft ab, da freue ich mich, da ist der Tag in Ordnung. Wenn das rückwärts oder andersrum läuft, dann ist meistens dann der Tag schon nicht mehr so erfreulich. Allmählich öffnet sich der Vorhang vor dem Bauch der Stadt. Ein Schacht wird geöffnet und ein Betonsegment für den geplanten Einstieg entfernt. Jetzt sieht man sie, die alten Kanalöffnungen von 1870. Eine davon ist zugemauert, weil sich auch im Untergrund einer Stadt ständig etwas verändert. Darum biegt der alte Kanal heute Richtung Prager Straße ab und läuft in einer neuen Betonrinne weiter. Doch das Vermächtnis der findigen Kanalbauer von einst ist klar erkennbar. Der Respekt vor ihrer Leistung präsent. Franka Hirnschemeier besucht regelmäßig die Baustelle, häufig begleitet von dem Berliner Architekten Christoph Stolzenberg. An einem bestimmten Moment in der Entwicklung der Arbeit war klar, dass ich die Arbeit nicht alleine würde umsetzen können. Sowohl rechnerisch als auch architektonisch brauchte ich jemanden, der mir zur Seite steht. Ich habe dann das Glück gehabt, mit dem Berliner Architekten Christoph Stolzenberg diese Form zusammen zu entwickeln. Er hat von Anfang an sofort verstanden, worum es mir geht. Und wir haben dann zusammen keine Mühen gescheut, diesen Körper immer wieder zu verändern, bis wir dann schließlich zu der Form kommen, die jetzt auch am Seetor zu sehen ist. Dieses Projekt insgesamt ist erst einmal eine Riesenherausforderung für unsere Firma gewesen. Man muss es schon so sagen, dass es letztendlich ja nur als Styroporkörpern gefeilt wurde. Praktisch bearbeitet wurde, die gesamten Styroporklötze, die wir dort in Coswig in der Halle hergestellt haben, wurden in einer bestimmten geometrischen Form gefeilt und bearbeitet. So lange, bis dieser Körper annähernd dem entsprach, was die Planung vorsah. Wir haben uns ja auch bloß rangetastet und haben eigentlich nichts weiter gemacht, außer Mut zum Risiko und haben das Bauwerk mit diesem Styroporkörper hergestellt. Mut zum Risiko bei allen Beteiligten. Weil es sich hier um eine künstlerische Form, um eine Skulptur handelt, kann man beim Bau der Gussform nicht auf genormte Industrieteile zurückgreifen. Ähnlich kompliziert ging es vor Jahrhunderten beim Guss großer Reiterstandbilder zu. Kunst trifft Handwerk. Ich habe Franka Hirnschemeier bewundert. Also einmal, weil sie ja immerhin 8 Jahre auf die Realisierung eben nicht warten musste, sondern sich aktiv dafür eingesetzt hat, dass der Trichter realisiert wird. Sie war einerseits kompromisslos in ihren künstlerischen Anliegen, die sich mit dem Trichter verbanden, andererseits aber kompromissbereit, was die Ausführung, was bestimmte Dinge in der praktischen Umsetzung betraf, aber sie ist nie über eine Grenze hinweggegangen, die das künstlerische Ergebnis in Frage gestellt hätte. Und insofern fand ich Franka Hirnschemeiers Umgang mit ihrem eigenen Kunstwerk beispielgebend. Und sie war auch nie um eine Antwort verlegen, wenn ihr zum Teil ja auch sehr heftige Fragen über die Presse gestellt wurden, die ja mitunter den Rand der persönlichen Beleidigung berührt haben. Doch die Konflikte aus dem Vorfeld der Realisierung sind im Eifer des Baus bald vergessen. Hier ziehen alle an einem Strang. Künstlerin, Handwerker und Architekt. Nachdem die aufwendige Schalung für den Trichter in Handarbeit gefertigt ist, wird sie vorsichtig vor Ort eingepasst. Auf der Baustelle fließt der Beton ein. Der Trichter nimmt Gestalt an, wird anfassbar. Auch die Nachbearbeitung der Oberfläche erfolgt per Hand. Ein Kunstwerk entsteht. Eine ästhetische Überraschung. Die Betonoberfläche war für uns das Herausragende, weil das ist so ein marmorierter Effekt entstanden, den man eigentlich sagen kann, er kriegst normal mit einem anderen Beton gar nicht hin. Und ich sag mal so, dieses Bauwerk an sich hat eine super schöne Form und ist letztendlich uns, denke ich, auch gut gelungen. Jetzt fehlen nur noch die Zugangsstufen aus traditionellen Kanalklinkern und die ovale Sichtscheibe, in der die Form der alten Kanäle wieder anklingt. In Präzisionsarbeit
wird das Panzerglas eingesenkt. Eine Heizung mindert den Feuchtigkeitsbeschlag. Rote, sorgfältig gemauerte Stufen führen jetzt nach unten. Sie zeigen, wie präzise die Vision von Franka Hirnschemeier Gestalt angenommen hat. Ich habe ja während der gesamten 8 Jahre eigentlich ständig an der Form gearbeitet. Das heißt, es war auch zu keinem Moment langweilig. Es geht mir in der Arbeit um Beziehungen. Es geht mir um die Beziehung der Oberwelt zur Unterwelt, um die Beziehung zwischen oben und unten, auch um den Weg von oben nach unten und wieder zurück. Es geht mir um den Menschen und seine Ausscheidungen, um den Menschen und die Versorgung, die unter ihm stattfindet, aber an die er normalerweise nie denkt. Es geht mir darum zu zeigen, der Mensch und seine Psychologie, aber auch der Mensch und die Zeit und auch die Entwicklung der Stadt, all das sehe ich in dieser Arbeit. Frau Hirnschemeier, lassen Sie uns zur Tat schreiten. Im Juni 2011 wird das Kunstwerk Trichter der Öffentlichkeit übergeben. Es ist zum größten Teil aus Investorengeldern gebaut worden, die im Umfeld großer Baumaßnahmen für Kunst zur Verfügung stehen. Das ist ein Glücksfall. Wenn andere Metropolen wie Paris oder London stolz in ihre historische Unterwelt einladen, so gibt es in Dresden jetzt einen permanenten Einblick in deren Geheimnisse und Errungenschaften. Wo früher das Seetor stand, erinnert uns heute Franka Hirnschemeiers Trichter an das, was eine Stadt im Innersten zusammenhält.